Freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich Interesse an unserer Veranstaltung haben, die wir überschrieben haben mit Vor Beginn der Weltklimakonferenz in Baku. Was wird wichtig auf der COP29? Am kommenden Montag beginnt nun also zum 29. Mal der Klimagipfel und diesmal in Aserbaidschan und damit zum dritten Mal in Folge in einem autoritär regierten Land, das obendrein, und das ist bei dem Thema ja immer besonders oder nicht ganz unwichtig, dass obendrein 90% seiner Exportausnahmen Einnahmen aus fossilen Energieträgern generiert. Der Klimagipfel passiert in einer angespannten weltpolitischen Lage und dann obendrein auch noch in der Woche, nachdem in der USA eine nicht ganz unentscheidende Wahl stattgefunden hat. Der UN Emissions Gap Report aus der vergangenen Woche hat eine etwas traurige Bilanz aufgezeigt. Er sagt nämlich, wir, die Weltgemeinschaft, sind auf einem 2,6-Grad-Weg, aber auch nur dann, wenn alle Selbstverpflichtungen tatsächlich umgesetzt und eingehalten werden. In der Einladung habe ich skizziert, welche drei Themen aus meiner Wahrnehmung heraus auf der COP dieses Jahr besonders wichtig werden könnten. Das sind zum einen das Thema der Klimafinanzierung, dann die Kohlenstoffmärkte inklusive Artikel 6 und möglicherweise werden erste neue nationale Selbstverpflichtungen, die sogenannten NDCs, publiziert. Wie immer vor einem Klimawandel ist großer Druck auf der gesamten Verhandlungsdelegation, großer Druck, endlich in die Spur zu kommen und die optimistische Erwartung, dann doch irgendwie in einer großen, irgendwie auf die Spur zu kriegen. Und meistens endet es dann doch in einer großen Ernüchterung. Wir werden sehen, wie es dieses Jahr läuft. Und dieses Pressbriefing soll dazu dienen, uns und auch Sie besser auf diese COP vorzubereiten, zu wissen, wann wir wohin gucken müssen und vielleicht auch abschätzen zu können, ob diese COP sich Richtung Erfolg oder Richtung Misserfolg neigt. Ich freue mich sehr, dass wir eine Expertin und zwei Experten für dieses Pressbriefing gewinnen konnten. Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen da draußen, bitte schreiben Sie Ihre Fragen, die Sie hoffentlich zahlreich mitgebracht haben, unten in den Fragen- und Antworten-Teil. Es gibt kein Drehbuch, das ich geschrieben habe und dem wir folgen werden. Ich werde lediglich eine kurze Vorstellung machen. Ich werde kurze Einstiegsfragen stellen und dann hoffe ich, dass von Ihnen auch schon so viele Fragen da sind, dass wir gar nicht zu meinen eigenen Fragen kommen müssen. Beginne kurz mit einer Vorstellungsrunde und unterwerfe mich da dem Diktat des Alphabets. Beginnen möchte ich mit Hanna Fekete. Sie ist Mitbegründerin des New Climate Instituts in Köln. Schön, dass Sie da sind. Lambert Schneider ist vom Öko-Institut in Berlin und dort Forschungskoordinator für internationale Klimapolitik in der Abteilung Energie und Klimaschutz. Und er ist Mitglied der EU-Delegation bei den Verhandlungen auf dem Klimagipfel. Schön, dass Sie da sind, Herr Schneider. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und zuletzt möchte ich begrüßen Raimund Schwarze. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe Klimawandel und Extremwetterereignisse im Department Ökonomie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ in Leipzig. Mein Name ist Silvio Wenzel. Ich bin Redakteur für Klima- und Umweltthemen hier beim Science Media Center. Frau Fekete, ich würde gerne anfangen mit einer Frage an Sie. Bei Ihrer Expertise auf der Webseite steht, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit der Analyse und Gestaltung von Klimaschutzmaßnahmen und Klimaschutzstrategien. Im kommenden ersten Quartal, also erstes Quartal 25, müssen die Länder neue nationale Klimaziele auf den Tisch legen, die sogenannten NDCs. Und ich habe gelesen, dass möglicherweise während der COP jetzt einige Staaten da vielleicht schon vorweg galoppieren. Was erwarten Sie denn dazu jetzt hier auf der kommenden COP? Ja, in der Tat denken wir, dass einige Staaten da schon neue Ziele präsentieren. Vermutlich die Staaten, die letztes Jahr, dieses Jahr und nächstes Jahr die Präsidentschaft der COP haben, das heißt die Vereinigten Arabischen Emirate, Aserbaidschan und Brasilien. Da gibt es ja die starke Vermutung, dass die relativ früh in der COP schon neue Ziele präsentieren. Auch von den Vereinigten Staaten wird tatsächlich auch ein Ziel erwartet. Und das wird natürlich ganz spannend, auch in Bezug auf die Wahlen. Und inwiefern rechnen Sie damit, dass diese neuen NDCs tatsächlich so sind, dass man sagt, oh, wir sind auf dem Weg in die richtige Richtung?
Ja, das ist die entscheidende Frage. Im Moment ist es eben so, dass wir, wie Sie gesagt haben, eher auf dem 2,6, 2,7 Grad Kurs sind mit den derzeitigen Zielen. Und die Länder müssen eigentlich danach liegen. Das ist so im Pariser Klimaschutzabkommen vereinbart, dass die Ziele über die Zeit sich verstärken müssen, denn es sind Selbstverpflichtungen. Und die Leute, die das Pariser Klimaschutzabkommen damals aufgesetzt haben, haben schon ganz gut erkannt, dass die Selbstverpflichtungen nicht ausreichen werden in der ersten Runde. Und deswegen wurde dieser Mechanismus eingebaut, wo eben in regelmäßigen Abständen die Ziele nachgebessert werden. Bis jetzt sehen wir leider, dass das nicht wirklich passiert ist. Das heißt, wir haben am Anfang gesehen, dass nach dem Pariser Abkommen wirklich auch unsere Vorhersagen für globalen Temperaturanstieg gesunken sind. Aber so seit dem Jahr 2021 hat sich das wieder stabilisiert. Und ja, wir wissen auch, dass die EU oder Indien, China jetzt wahrscheinlich kein neues Ziel vorlegen. Das heißt, da fehlen einfach ganz große Emittenten. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass insbesondere die Vereinigten Arabischen Emirate oder Aserbaidschan jetzt ein Ziel vorlegen, das wirklich Emissionen senkt, ist doch eher, ja, gering, würde ich sagen. Ja, vielen Dank. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da im Laufe des Pressbriefings auch nochmal drauf zukommen. Herr Schneider, ich möchte mit Ihnen kurz über ein Thema sprechen, bei dem ich immer denke, ei, hoffentlich verstehe ich das irgendwann, nämlich der dubiose Artikel 6. Ich habe das Gefühl, wann immer wir über eine COP reden, seit Paris oder ungefähr, heißt es, ja, mit Artikel 6, da müssen wir dieses Jahr ran und darum geht's. Und das muss noch sozusagen gelöst werden. Das heißt aber auch immer, das sind sehr, sehr, sehr technische Verhandlungen, die uns da bevorstehen. Können Sie uns da mal kurz mitnehmen, was das so schwierig macht und welcher gordische Knoten zerschlagen werden müsste, damit ich im nächsten Jahr nicht mit der gleichen Frage wiederkomme? Ja, also bei Artikel 6 geht es um internationale Kohlenstoffmärkte. Das heißt, wie Staaten miteinander kooperieren können und Emissionszertifikate transferieren können. Ein Beispiel ist die Schweiz. Die Schweiz will einen Großteil ihres Klimaschutzbeitrags durch Klimaschutzprojekte im Ausland erreichen und hat Kooperationen zum Beispiel mit Ghana und mit anderen Ländern und finanziert dann Klimaschutz in diesen Ländern und bekommt dafür Minderungszertifikate angerechnet. Wir sind jetzt tatsächlich im Jahr 9 der Verhandlungen. Wir sind auch die letzte Verhandlungsgruppe unter dem Pariser Übereinkommen, wo die Regeln sozusagen noch nicht ausgestaltet wurden und noch nicht komplett fertig sind. Und wir haben in 2021 in Glasgow Regeln gehabt, wir haben in Sharm el-Sheikh Regeln gehabt und es gibt aber immer noch ein paar Lücken. Und diese Lücken, da gibt es sehr unterschiedliche Sichtweisen, auch Interpretationen davon, was man denn eigentlich in Glasgow gesagt hat. Und ich würde sagen, den Grundkonflikt kann man so beschreiben, dass es Staaten gibt wie die EU, die wollen möglichst klare Regeln, Regeln, die Integrität haben, die sicherstellen, dass die Bilanzierung aufgeht, dass hinter den Zertifikaten eine tatsächliche Tonne CO2 steckt. Und es gibt eine ganze Reihe von Staaten, die wollen Flexibilität und die wollen nicht, dass die UN ihnen etwas vorschreibt, sondern wollen das möglichst offen halten, damit sie das so ausgestalten können, wie sie das selber wollen. Das ist so der Grundkonflikt. Wie viel regelt man und wie detailliert und wie viele Schlupflöcher schließt man und wie viel geht das sozusagen in die Souveränität der Staaten? Das ist der Grundkonflikt. Und ist das lösbar aus Ihrer Sicht? Ja, man muss dann immer einen Mittelweg finden, der gewisse Souveränität lässt und gewisse Dinge regelt. Und der Streit ist jetzt sozusagen in vielen Dingen um diesen Mittelweg. Also zum Beispiel verhandeln wir sowas wie, wie genau am Ende diese Bilanzierung verfolgt, also wer sich wie welche Klimaschutzzertifikate anrechnet. Und das ist zum Beispiel ein Thema, wo es der EU und mir persönlich, wo es einfach ganz wichtig ist, dass diese Bilanzen so funktionieren, dass die am Ende aufgehen und das nicht zu vage bleibt. Ich bin etwas optimistischer als letztes Jahr, wo wir gescheitert sind, dass wir dieses Jahr eine Einigung hinbekommen können, aber sicher ist es nicht. Danke, Herr Schneider. Herr Schwarze, bevor ich jetzt mit meiner Frage an Sie komme, nochmal, liebe Kolleginnen und Kollegen, an Sie da draußen. Fast 50 JournalistInnen sind hier und noch keine einzige Frage. Das kann ich mir kaum vorstellen. Da glaube ich jetzt, dass das Internet verschluckt ist. Oder Sie sind vielleicht auch noch zu schüchtern. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen rein mit Ihren Fragen, Fragen-Antwort-Tool. Denn damit würden Sie verhindern, dass ich mich die ganze Zeit um meine Fragen kümmere, tatsächlich. Es sind genug da, aber ich bin sehr, sehr auf Ihre Fragen gespannt. Herr Schwarze. Meine Frage geht an eine neue Abkürzung, an die wir uns gewöhnen müssen in Zukunft. NCQG.
D, New Collective Quantitative Goal of Climate Finance. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, bisher hatten wir aus Kopenhagen von 2009 das 100 Milliarden Dollar pro Jahr Ziel zur Klimafinanzierung der wohlhabenderen Staaten zur Unterstützung der nicht so wohlhabenden Staaten. Und das muss jetzt, weil das im kommenden Jahr ausläuft, neu verhandelt werden. Sie haben in einer Ausführung, die ich auch bei der Einladung verlinkt hatte, geschrieben, dass es mindestens um eine Verzehnfachung geht. Aber dass Bedarfsanalysen sagen, es könnte sein, dass es bis 2400 Milliarden Dollar pro Jahr hochgeht. Lustigerweise, um es einzuordnen, ich bin am Wochenende über eine Zahl gestürzt. Der Alkoholverkauf auf der ganzen Welt hat einen Umsatz von 1.500 Milliarden Dollar pro Jahr. Das heißt, das würde sozusagen das um weit, weit überschreiten. Aber können Sie mal ganz kurz erläutern, warum dieser Bedarf auf einmal so viel höher ist? Ich meine, diese 100 Milliarden bisher pro Jahr, die lagen ja auch nicht am Anfang an auf dem Tisch. Wie soll das klappen? Das liegt daran, dass die 100 Milliarden in der Tat erstmal so ein Kompromiss waren, der nur im Rahmen der Geberländer gefunden wurde. Sie erinnern sich, in Kopenhagen war das ja eher auf Gängen und in Hotelzimmern, also ein völlig ungeordneter Prozess. Jetzt gibt es Grundlagen für für einen Prozess, der UN-gesteuert ist. Also es gibt NEED-Bestimmung, also die Bedarfsbestimmungsmechanismen der UN jetzt in der zweiten Stufe schon. Es gibt eine internationale Expertengruppe, die das seit Jahren vorbereitet unter der Führung von Lord Stern. Also verschiedene eher wissenschaftliche oder auch eher politische Ansätze, die sicher sehr unterschiedlich sind, aber in einem übereinstimmen. Also man braucht bedeutend viel mehr für die Versprechen, die im Paris-Abkommen angelegt sind. Welcher genaue Betrag rauskommt, hängt natürlich immer von Verhandlungen ab. Aber ich glaube, das, was Frau Fekete am Anfang sagte, ist das Wichtigste. Man hat einen klugen Mechanismus gefunden bei den national bestimmten Beiträgen. Wahrscheinlich geht es hier auch um einen klugen Mechanismus, ein solches sehr ambitioniertes Ziel in verschiedenen Schritten zu erreichen, die dann abgestimmt sind, genau mit den Leistungen, die bei den NDCs erbracht werden müssen, beziehungsweise dann auch erbracht werden sollen und durch die Finanzbeiträge ja mit gesteuert werden. Also diese Abstimmung der beiden Prozesse, NDCs und NCQG, ist letztlich das, was ich voraussehe. Da wird es aus meiner Sicht auch jetzt allein schon deshalb, weil es zum ersten Mal so entscheidungsreif vorliegt, auch Veränderungen und Fortschritte geben. Aber sehen Sie da wirklich auch Erfolgschancen? Ich meine, wir haben jetzt gerade die COP16 in Cali in Kolumbien. Wir haben es immer die Biodiversitäts-COP genannt. Auch gesehen, dass das wirklich ins Schlingern kam, als es um die Frage, wo kommt denn das Geld für die ganzen geplanten Maßnahmen her? Ja, also tatsächlich, also ich sehe nicht, dass jetzt hier ein Trillionenbetrag rauskommt, über den viele reden, ob das nun 1,5 oder auch 2,4 Trillionen sind in US-Dollar gerechnet, beziehungsweise wir bezeichnen das ja im europäischen Raum in Billionen. Das sehe ich jetzt nicht, aber eine Zielsetzung, die hinterlegt wird durch einen Prozess, den kann ich mir schon gut vorstellen. Der ist im Prinzip ja auch in den Ansätzen bereits im Paris-Abkommen angelegt. Ich sage ja, wir haben die zweite Stufe der Bedarfsabschätzung. Wir haben, glaube ich, eine gewisse Klärung dessen, was eigentlich überhaupt das neue Mengenziel sein muss. Aber es sind natürlich Schritte dazu, erstmal weiter zu definieren, und die wird gekoppelt sein an Fortschritte an den NDCs. Und ich sage mal, ja, also das ist dann ein gesteuerter Prozess. Viel wichtiger als die Zahl, die da am Ende stehen wird, wird sowieso die Frage sein, wie erreicht man Quantität mit Qualität? Denn also eine Trillion erschreckt eigentlich keinen Ökonomen, wenn er über irgendwie, wir haben mehrere Trillionen an Green Bonds, die auf dem Markt sind. Wir haben jetzt bereits, wenn man nur alles, was auch in irgendeiner Form ein grünes Label hat und darunter als Klimafinanzierung zählen würde, weit über die eine Trillion bereits an Leistungen. Nur sind die nicht so beschaffen, dass sie den Bedürfnissen und Bedarfen der Entwicklungsländer entsprechen.
Und gerade darum wird es gehen. Quantität ohne Qualität wird der Misserfolg sein. Quantität mit Qualität, mit dem klaren Verständnis, dass die Quantität ein langfristig angelegter Prozess ist, das halte ich für möglich. Und eine Frage in die Runde, weil ich auch in den vergangenen beiden Jahren diese Frage immer schon in mir bemerkt habe. Welche Rolle spielt denn das, dass Aserbaidschan der Veranstaltungsort ist? Also ein Land, das wirklich das A autoritär geführt ist und B einen wichtigen Teil seiner Staatseinnahmen eben aus dem Handel mit fossilen Energieträgern macht. Frau Fekete, Sie haben genickt, da scheint die Frage in Resonanz gegangen zu sein. Genau, also Sie hatten es ja in Ihrer Einführung am Anfang auch schon erwähnt, dass es jetzt schon die dritte COP ist, die in einem autoritären Staat stattfindet, mit einer hohen ja, Dependenz zu fossilen Energien. Ich würde hier vielleicht erst nochmal betonen, dass ganz, ganz viel von den fossilen Energien, die in Aserbaidschan gefördert werden, in die EU gehen. Das heißt, etwa 75% des Öls und im Prinzip alles Gas, was dort gefördert wird, geht in die EU. Das vielleicht nur nochmal so ein bisschen, um ja darzustellen, wie da eben auch die verschiedenen Verantwortungen, wo die teilweise doch dann auch liegen. Ja, was macht das mit den Verhandlungen? Es wurde ja letztes Jahr nach dem Global Stocktake, also dieser globalen Bestandsaufnahme, wurden ein paar Schritte festgelegt. Dazu gehörte auch, dass man von fossilen Energien langfristig sich wegentwickelt. Und diesen Agendapunkt, der wurde zum Beispiel jetzt überhaupt nicht mit aufgenommen von der Präsidentschaft in Aserbaidschan. Und das sind natürlich schon Zeichen, dass sie ja, da vielleicht nicht die progressivsten der Präsidentschaft ist, wenig überraschend. Da bleibt zu erwarten, ja, was dann letztendlich das für die Verhandlungen bedeutet. Viele Leute sehen auch schon, schauen ein bisschen weiter, schauen schon nach Brasilien und sagen fast schon, lasst mal nicht von dieser COP zu viel erwarten, lasst lieber schwierige Themen vielleicht dann auch einfach in Brasilien lösen, wo wir mit ambitionierteren Ergebnissen rechnen könnten, als wir das jetzt machen. Gleichzeitig haben wir natürlich massiven Zeitdruck und wie Raimund Schwarze das schon gesagt hat, diese Verknüpfung zu Ambitionssteigerung bei den NDCs und Klimafinanzierung, also würde es dazu Verzögerungen jetzt kommen, wäre das schon auch wieder ein sehr großes Problem. Ich würde jetzt mit den Fragen der Journalistinnen anfangen und vielen Dank, dass Sie sich ermutigt gesehen haben, jetzt Fragen einzutragen. Ich freue mich und bin nach wie vor weiter sehr gespannt. Auch in meiner Anmoderation hatte ich es schon genannt und es ist so ein bisschen der Elefant im Raum, nämlich die Wahl morgen Abend unserer Zeit in den USA. Und hier stellt jemand die Frage, wie dürfte eine Trump-Wahl in den USA die Klimafinanzierung beeinflussen? Fiel die USA als wichtiges Geberland aus und wäre die COP dann von vornherein zum Scheitern verurteilt, Herr Schwarze, weil wir über die Finanzierung gesprochen hatten? Ja, kurze Antwort. Also wir haben den Unterschied zum Jahr 2016, dass ja dann so eine Kündigung auch unmittelbar wirksam würde in der Verhandlungsperiode. Also wir können jetzt nicht hoffen, dass sich das sozusagen vertagt. Dann würde ja das eintreten, was wir vermutlich schon 2017 erlebt haben. Die Städte und die Regionen müssten einspringen. Und tatsächlich würde das den Beitrag, den die USA leisten können, der nicht unbeträchtlich ist, deutlich absenken. USA ist nicht der größte Geldgeber jetzt bereits, aber gerade von ihnen, weil sie eben bislang viel weniger leisten als sagen wir mal Japan, um nicht Deutschland zu nennen, ist der Beitrag, auf den viele hoffen, dass der erhöht wird, um wirklich deutlich voranzukommen. Insofern ja, ich sehe eine Gefährdung in der Substanz, wenn wir in der nächsten Woche mit Trump beginnen. Zu meinem Erschrecken, ich habe es ja schon mal jetzt in die Welt geixt, wie man das so heute sagt, ist ja die Eröffnungsrede der USA bislang nicht besetzt. Also auch das ein Zeichen, wo es von Anfang an beginnt, es mit Problemen. Herr Schneider, Sie als Mitglied der EU-Verhandlungsdelegation, wie sehen Sie auf diese Wahl? Ja, die Wahl macht natürlich sehr vielen Menschen viele Sorgen, mir auch. Und ich bin mir auch nicht so sicher, das ist jetzt sehr spekulativ, aber ob es so glimpflich ausgeht wie 2016, wo ja tatsächlich
die USA das Pariser Übereinkommen verlassen haben, aber sie das einzige Land geblieben sind, was das Pariser Übereinkommen verlassen hat und dann 4 Jahre später wieder zurückgekommen sind. Und ich sehe halt die Gefahr, dass wenn das jetzt wieder passiert und die USA das Pariser Übereinkommen verlassen, ist halt die Frage, bleiben alle anderen Länder dabei und warten darauf, dass die USA dann wieder an Bord sind oder gibt es unter Umständen den Effekt, dass andere Länder das dann auch zum Anlass nehmen und aus dem Pariser Übereinkommen sich zurückziehen? Das ist halt eine mögliche Gefahr. Vielen Dank, Frau Fekete. Eine Frage an Sie. Und der Kollege bezieht sich auf die 2,6 Grad Erwärmungsprognose aus dem UN Emissions Gap Report. Ich lese die Frage vor. Sind in dieser Prognose schon alle technischen Dynamiken heute und in Zukunft integriert, wie PV, Wind und Batterieboom, dass es hier zu radikalen Game Changer kommen kann? Ebenfalls die Technologien der direkten Entnahme von Kohlendioxid aus der Luft. Könnten Sie damit einer Einordnung vielleicht helfen, inwiefern das berücksichtigt werden konnte? Ja, sehr gerne. Also vielleicht nochmal, bevor ich direkt einsteige, diese Zahl 2,6 Grad, das bezieht sich auf die Ziele der Länder. Das heißt, das ist noch nicht, was wirklich passiert. Wenn man anschaut, wo die politischen Maßnahmen einen hinführen. Oh, Entschuldigung, die 2,6 ist ungefähr bei den politischen Maßnahmen. Wenn wir bei den Zielen wären, wären wir ein bisschen ambitionierter, 2,1. Das heißt, die ganzen Effekte, geht es schneller, geht es nicht schneller, dass die Modelle können das nur zum gewissen Grad abbilden, tun das teilweise aber auch, sind teilweise aber auch extrem optimistisch, was dann eigentlich in Zukunft passieren kann. Also zum Beispiel Direct Air Capture, das ist ein Beispiel, wo eigentlich die Modelle sehr, sehr optimistisch sind. Bei PV sieht man jedes Jahr, auch dieses Jahr wieder zum Beispiel bei der Internationalen Energieagentur, dass es regelmäßig unterschätzt wird. Das heißt, die Prognosen, wie PV sich entwickelt, die werden jedes Jahr nach oben korrigiert. Und das ist natürlich, das macht Hoffnung. Also es geht so ein bisschen in beide Richtungen, würde ich sagen. Teilweise sind Effekte mit beachtet, wo ich sage, das ist ein bisschen optimistisch, vor allem langfristig. Andere Sachen, ja, PV oder auch Wärmepumpen zum Beispiel, elektrische Fahrzeuge könnte durchaus schneller passieren. Herr Schneider, zum Thema Kohlenstoffmärkte. Ich lese die Frage vor. In den vergangenen Wochen haben wir in mehreren Recherchen gesehen, dass Zertifikate oft Luftbuchung beinhaltet haben, also praktisch wirkungslos waren. Wenn die Kollegin das richtig versteht, sind das freiwillige Zertifikate, also unabhängig von Artikel 6. Daher oder trotzdem die Frage, inwiefern belasten solche Erkenntnisse die Verhandlungen um Artikel 6? Und sind Zertifikate, wie sie das Pariser Abkommen zulässt, wirklich sinnvoll für den Klimaschutz? Also die Integritätsprobleme, die sind wirklich massiv im freiwilligen Kohlenstoffmarkt und mit den Zertifikaten. Es gibt wirklich sehr viele Zertifikate, die nicht zusätzlich sind, also wo die Maßnahmen sowieso umgesetzt worden wären oder wo die Minderungen überschätzt werden. Und das ist auch vielen Verhandlern um Artikel 6 bewusst. Es gibt sozusagen das dezidierte Ziel, dass der neue Artikel 6.4-Mechanismus viele dieser Probleme beheben soll. Ob er das dann wird, das werden wir sehen. Aber es gibt einen relativ breiten Konsensus auch von den Prinzipien, die in Artikel 6.4 verankert wurden, dass man versuchen will, es eben auf UN-Ebene einen besseren Mechanismus zu etablieren. Also das ist dieser Nachfolgemechanismus vom Clean Development Mechanism unter dem Kyoto-Protokoll. Aber vielleicht noch ein Zusatz. Dieser Artikel 6.4-Mechanismus muss nicht genutzt werden. Länder können auch ihre eigenen Ansätze nehmen unter Artikel 6.2, um Zertifikate sozusagen hin und her zu schieben und sich Dinge anzurechnen. Und da beobachten wir eben, dass zum Beispiel viele Regenwaldländer, die wollen eine riesige Menge an Zertifikate dafür verkaufen, dass ihr Wald dort steht und CO2 aus der Atmosphäre natürlicherweise aufnimmt. Und das sind natürlich keine zusätzlichen Minderungen, das sind Minderungen, die sowieso passieren. Und da gibt es wirklich Pläne, riesige Mengen, Millionen von Tonnen an CO2 zu verkaufen, wo kein zusätzlicher Klimaschutz hintersteckt. Und das sehe ich zum Beispiel mit großer Besorgnis. Und weil wir gerade bei dem Thema sind, da fragt eine Kollegin nochmal nach den kooperativen Ansätzen bei Artikel 6. Könnten Sie das mal erläutern, was das genau bedeutet? Genau, das ist im Prinzip kann man sich das so vorstellen. Ein praktisches Beispiel ist die Schweiz, die eben, wie ich vorhin erwähnt hatte, eine Kooperation mit Ghana hat
und sagt, wir wollen Minderungen in Ghana finanzieren und die dann auf unser Klimaziel in der Schweiz anrechnen, auf unseren Klimabeitrag. Und auf der anderen Seite muss das dann Ghana aus seinem Klimabeitrag herausrechnen. Also es gibt inzwischen sehr viele solche bilaterale Abkommen. Japan hat zum Beispiel mit über 20 Ländern solche bilateralen Abkommen geschlossen und will diese Zertifikate dann auch nutzen, um seine Ziele zu erreichen. Dankeschön. Herr Schwarze, eine Kollegin hat in ihrer Fragestellung auch so ein bisschen wie ich die Zweifel durchblicken lassen, dass das Geld, was über den NCQG, ich hoffe, ich habe es richtig sortiert, zusammenkommen sollte, tatsächlich aufgebracht werden kann. Sie schreibt, offensichtlich setzen ja die Industrieländer ihre Prioritäten in der Geldvergabe anders. Wie könnte auf die reichen Länder eingewirkt werden, in diese Richtung Verantwortung für ihren Löwenanteil am Klimawandel zu übernehmen? Ja, also ich muss da mal aufs Thema Qualität kommen. Also ich glaube nicht, dass es das wirkliche Thema ist, zu sagen, also wir scheitern an den Billionen. Das ist im Grunde gar nicht, also wenn ich die US-Position nehme, die da möglicherweise jetzt rausfällt, die haben eigentlich in allen technischen Vorbereitungsrunden gesagt, eine Trillion ist kein Thema, aber wir müssen eben einfach alles zählen, was gemacht wird. Insofern, das ist relativ leicht erreichbar. Also daran wird es nicht scheitern, sondern es muss wirklich jetzt eine Qualität her. Das heißt, man muss sich orientieren an, sagen wir mal, kleinen Schichten dieser Zwiebel, um die es hier geht. Und das heißt jetzt genau zu gucken, vielleicht gibt es da in einigen Bereichen jetzt Landungslinien, zum Beispiel bei Adaptation, wo wir auch sehen, selbst wenn wir jetzt also nicht, selbst wenn wir verzehnfachen würden, diese 100 Milliarden auf eine Billion, würde es für den Bereich Adaptation nicht reichen, weil der eben chronisch unterfinanziert ist. Da müsste man deutlich höher sogar noch im Faktor gehen, wenn man nur annähernd so eine Art Parität erreichen will, wie es im Paris-Abkommen angelegt ist. Also es wird sich eher an solchen Elementen dieses Ziels orientieren, ob Erfolg oder Misserfolg. Und da glaube ich, da gibt es eben einige solcher Zwischenschichten, die man hier schon abarbeiten kann. Dazu zählt sicher Adaptation, und dazu zählt eben auch deutlich nochmal die Einbindung von Loss and Damage wird ein wichtiger Punkt werden. Insofern sehe ich jetzt nicht, dass es durchweg zum Scheitern verurteilt ist. Und da gibt es durchaus auch Bereitschaft. Aber da ist natürlich die Beteiligung der USA zum Beispiel zentral, auch stärker im Bereich Adaptation sich sichtbar zu machen. Frau Fekete, ein Kollege schreibt, dass es in einigen großen Emittentenstaaten oder Staatenverbünden inzwischen die Emissionen rückläufig sind. Wann wird erwartet, dass China ebenfalls Peak Emissions überschreitet? Ja, super Frage. Wir sind im Prinzip dabei, dass China bald peakt. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil vor allem für Nicht-CO2-Emissionen die Zahlen immer ein bisschen ja, unklar sind und auch nicht immer, ja, also zum Beispiel Methanemissionen wachsen extrem stark und ist nicht so gut vorhersehbar, was da genau passiert. CO2, denken wir, peakt gerade im Prinzip. Ich kann einmal kurz nachschauen, wo wir da gerade stehen, welches Jahr, oder würde ich Ihnen vielleicht noch mal im Nachgang schicken, welches Jahr genau unsere Rechnungen sagen, aber so grob vor 2030. Das heißt, wir glauben auch, dass China seine 2030 NDC erreicht. Ich würde in dem Kontext mit, Sie sagen, große Emittenten gehen schon zurück, China irgendwie noch nicht. Es kommt manchmal auf diese Frage, ja, was machen wir denn überhaupt mit so großen Emittenten, wo die Emissionen sehr stark wachsen, die ja vielleicht eben auch in ihrer Entwicklung noch woanders sind als Länder, die jetzt gerade schon Emissionen reduzieren. Indien fällt da auch rein, Südostasien, viele Staaten. Das heißt, ja, es gibt einfach große Länder, die noch einen riesen Wachstumsbedarf haben und wo auch die Emissionen noch weiter wachsen. Da ist es immer wichtig, auch dann Pro-Kopf-Emissionen anzuschauen, historische Emissionen anzuschauen, aber trotzdem eben die Länder irgendwo auch abzuholen und ja, über Klimafinanzierung auch da Anreize zu schaffen und irgendwie um über ein ja, partnerschaftliches Zusammenarbeit auch, die nicht wieder zu mehr Abhängigkeiten führt und so weiter, da zu arbeiten und zu schauen, dass auch Schwellenländer jetzt eben sehr, sehr schnell Emissionen reduzieren können.
und so eben auch das Pariser Klimaschutzabkommen mit unterstützen können. Eine Frage in die Runde und ich lasse mal offen, wer gerne antworten möchte. Wenn man in das Abschlussdokument der COP vom vergangenen Jahr guckt und dort nochmal die Hauptverabredung sich anschaut, also einerseits die Abkehr von der Nutzung fossiler Brennstoffe, dann die Verdreifachung der Kapazität der erneuerbaren Energien und der Abbau fossiler Subventionen. Was hat sich denn getan in den letzten 12 Monaten, in den vergangenen 12 Monaten? Ich kann ja nur zu der letzten Frage Stellung nehmen. Also am Abbau fossiler Subventionen hat sich nicht viel getan. Und wenn man nur die als Maßstab nehmen würde, wie die Erfolgsaussichten im Finanzbereich sind, dann muss man jetzt eigentlich sagen, es hat eher noch zugenommen. Viele, so gerade Staaten, die jetzt an der Schwelle zur Entwicklung stehen, haben erst neue Gebiete erschlossen. Insofern bezüglich dieser Komponente kein Erfolg in Sicht. Bei den beiden anderen Dingen, Frau Fekete, Herr Schneider, könnten Sie dazu was sagen? Abkehr von der Nutzung fossiler Brennstoffe. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass auch bald der Carbon Budget dazu was hat. Aber Sie haben genickt, Herr Schneider. Ja, ich habe jetzt leider nicht die genauen Zahlen parat, aber die IEA hat zum Beispiel einen Bericht veröffentlicht, wo sie skizziert hat, dass die Verdreifachung der erneuerbaren Energien, ich sag mal, noch in Reichweite ist. Also wir sind sozusagen etwas darunter. Wir liegen bei 2, irgendwas nach dem Bericht, aber es ist sozusagen noch erreichbar, wenn wir noch ein bisschen Gas geben. So habe ich das im Kopf behalten. Ja, ich kann gerne noch ein bisschen hinzufügen. Also genau, vielleicht einmal, ja, es gab einen Bericht zu Investitionen in saubere Energie, wurde das genannt. Da fallen nicht nur Erneuerbare rein, sondern auch Nuklear, wo die Internationale Energieagentur sagt, dass ja, Investitionen in Erneuerbare etwa 2 Drittel der Investitionen in dem Sektor insgesamt ausmachen. Also Entschuldigung, saubere Energien machen 2 Drittel der Energiesektorinvestitionen aus. Das heißt, quasi doppelt so viel wie fossile Energie. Das ist erstmal ja, vielversprechend. Aber natürlich immer noch, ja, was in fossile Energien geht, ist im Prinzip zu viel und riskiert eben dann ein Stranded Asset zu werden und nicht mehr gebraucht zu werden in der Zukunft. Und dann gab es einen Bericht von der IRENA, also von der Internationalen Erneuerbaren Energieagentur, die sich eben dieses Verdreifachung des erneuerbaren Ziels und Verdopplung von Energieeffizienz angeschaut haben, die sagen, in der Tat, wir sind nicht ganz da, aber wir könnten es schaffen. Was ich daran interessant fand, ist, dass die Zahlen für Länder, die es schaffen, das sind im Prinzip 3 Länder, Europa, China und USA, also die allein machen eben einen riesengroßen Teil dieser Zielerreichung aus. Und was wirklich extrem wichtig ist, dass wir diese ja, sehr dynamischen Entwicklungen auch auf alle Länder ausbreiten und eben da alle Länder mitnehmen, um dieses Ziel auch zu erreichen. Ich hatte gesehen im Vorfeld der Berichterstattung, dass die jüngsten Prognosen sagen, dass die globalen CO2-Emissionen im Jahr 2030 2,6% unter dem Stand von 2019 liegen werden. Also 43% müssen die Emissionen bis 2030 sinken, um die Pariser Klimaziele in Reichweite zu halten. 2,6 sagen die Prognosen. Die gleiche Prognose im vergangenen Jahr hat gesagt 2,0% Emissionsminderung. Könnte man ja sagen, Richtung stimmt. Kann das sein, dass das sozusagen der Vorbote von einer Entwicklung ist, die doch noch irgendwann so Fahrt aufnimmt, dass wir da im richtigen Tempo unterwegs sind? Ja, vielleicht fange ich damit direkt an. Ja, wir sind jetzt also im Jahr 2024, am Ende des Jahres 2024. Das heißt, wir haben noch 5 Jahre. 2,0 auf 2,6 im Vergleich zu 43 ist eben nicht sehr viel. Das ist irgendwo im Rahmen der Fehlerungenauigkeit. Ja, ich denke, es gibt einen positiven Trend. Ich denke auch, dass sich daran noch was tun wird, allein wegen der technologischen Entwicklung und weil ja Erneuerbare wirklich Fahrt aufnehmen. Wir sehen, Erneuerbare sind jetzt zum Beispiel im Stromsektor eigentlich in allen Ländern die günstigste Variante, wenn es darum geht, neue Kapazitäten zuzubauen. Das heißt, da wird sich sicher noch was tun. Allerdings nicht so viel, wie sein muss. Das ist, glaube ich, einfach jetzt zu kurz. Ich bin keine pessimistische Person, aber in dem Fall würde ich wirklich sagen, diese steile Kurve, die schaffen wir nicht mehr. Dabei ist es aber trotzdem total wichtig, an 2030-Zielen auch nochmal nachzuschärfen und da trotzdem eben jede Tonne, die wir irgendwie da rausholen können, rauszuholen auch.
Das heißt, ja, viele schauen jetzt auf 2035 für die NDCs. Ich würde aber auch nochmal betonen, dass eben 2030 als Meilenstein auf jeden Fall noch mitgedacht werden muss und eben auch nachgeschärft werden muss. Ja, Doc, die Frage einer Kollegin gut an, die ich total spannend finde von der Grundidee her, nämlich die Frage Selbstverpflichtung, als sind sie wirklich das richtige Instrument? Das wurde ja 2015 in Paris total gefeiert, dass man sagt, yay, mit diesen NDCs haben wir endlich das Werkzeug im Kasten, das uns sozusagen, also das wir in Kopenhagen noch nicht hatten und weswegen die Verhandlungen da gescheitert sind. Also die Frage, sind die Selbstverpflichtungen denn wirklich das richtige Instrument oder welche anderen Maßnahmen könnte es noch geben? Herr Schneider, Sie nicken. Ja, ich würde sagen, es ist das einzig mögliche Instrument politisch. Man kann über richtig oder nicht richtig diskutieren, aber es war ganz klar im Vorfeld von Paris, dass dieses Abkommen nur so gestrickt werden kann, dass Länder sich selber Klimaziele setzen und nicht sozusagen die UN durch irgendeinen Verteilungsschlüssel definiert, wer jetzt wie viel Klimaschutz machen soll oder kann. Das war wirklich eine essentielle Voraussetzung für die USA, aber auch für sehr viele andere Länder, muss man sagen. Also da waren die USA überhaupt nicht alleine, dass sozusagen dieses Abkommen auf Freiwilligkeit beruht. Und der interessante Unterschied ist, die Einreichung eines Klimaziels ist rechtsverbindlich. Also alle Staaten sind verpflichtet, ein Klimaziel einzureichen, aber die Höhe können eben die Staaten selber bestimmen. Wobei es eben im Pariser Übereinkommen schon so ein paar Prinzipien gibt, dass die nächsten Ziele immer ambitionierter sein müssen als die vorherigen. Das hatte Hanna Fekete vorhin auch gesagt. Und genau, dass sie sozusagen mehr Sektoren abdecken müssen und so weiter. Also es gibt so ein paar Rahmenbedingungen, aber ich würde ganz klar sagen, es war das Einzige, was politisch möglich ist. Ich verstehe das auf dem Papier auch sofort, ne? Wenn man sich anguckt, was die NDCs bisher sozusagen sagen oder wie langsam Tempo in die Geschichte kommt, könnte man ja doch vermuten, so streng sind die Länder mit sich nicht tatsächlich, ne? Also deswegen, da kommt, glaube ich, der Zweifel her. Wie würden Sie dem begegnen? Ja, ich glaube, es ist schon sehr unterschiedlich. Also ich gucke positiver drauf. Dafür, dass es sozusagen ein Abkommen ist, wo sich jeder selbst Ziele setzen muss, haben sich erstaunlich viele Länder Ziele gesetzt, wo sie wirklich viel tun müssen. Nicht alle, aber erstaunlich viele. Also natürlich reicht es nicht, aber so spieltheoretisch würde man ja sagen, man befindet sich sozusagen in einem Gefangenendilemma und für jeden einzelnen Staat ist es optimal, lieber nichts zu tun, aber so ist es auch nicht passiert, sondern viele Staaten wie die EU haben ja doch ambitionierte Klimaziele, auch wenn die vielleicht jetzt nicht auf dem 1,5-Grad-Pfad sind und müssen dafür viele Anstrengungen machen. Herr Schwarze, die nächste Frage würde ich gerne an Sie stellen. Eine Kollegin schreibt zum Thema Loss and Damage Fund, der ja vor 2 Jahren das große Thema der COP war, wenn ich richtig rückwärts gezählt habe. Sie sagt, ist der Fonds denn eigentlich schon gescheitert oder ist noch mit der Zahlung des fehlenden Geldes zu rechnen? Das ist das Problem. Es gibt ja gar keine Definition, was das fehlende Geld dort heißt. Also ist es bei Climate Finance auch nicht wirklich viel besser, aber da gibt es wenigstens schon einen Mechanismus dafür. Bislang war es ja eben nach dem Kopenhagen-Prinzip bestückt. Also irgendwelche Länder sind nach vorne gegangen und haben da jetzt mal 100 Millionen reingetan auf Geberländerinteressenbasis. Die verbanden damit hauptsächlich diplomatische Ziele, sage ich mal. Aber das hat ja noch gar nichts mit dem Bedarf zu tun. Insofern, also die fehlende Menge ist noch gar nicht bestimmt für Loss and Damage. Erstmal ist wichtig, dass es überhaupt mit da eingeordnet wird, dass selbst das ist ja nicht gewährleistet. Es werden jetzt gibt durchaus, und zwar nicht aus der Gruppe der Industrieländer, sondern sogar aus Gruppe der Entwicklungsländer, sagen wir mal, ein bisschen Sperrigkeit in der Frage, soll auch jetzt Loss and Damage Teil dieses Billionenpaketes werden. Insofern ist da erstmal die Frage, wie wird das prozessual überhaupt verzahnt? Das war ja so ein bisschen ein außerhalb des Prozesses, so eine Art Coup in Sharm el-Sheikh, dass Loss and Damage jetzt schon so also eine eigene Form angenommen hat bei der Förderung. Und ich da jetzt auch keine Beschlüsse dazu anstehen, ist das jetzt vielleicht, geht es nur darum, sicherzustellen, dass es in irgendeiner Form verknüpft ist mit dem NCQG-Prozess und nicht da weiterhin ein Satellit. Und bevor diese Frage nicht geklärt wird, kann auch nicht geklärt werden, ob das Volumen dann ausreichen wird, um die tatsächlich dramatisch zunehmenden Klimaschäden dieser Welt in irgendeiner Form aufzufangen.
Für mich sehr, sehr nah dran ist die Frage eines Kollegen. Ich lese sie vor. Vertreter von Kommunen schenkt man zwar auf den UN-Gipfeln Gehör, aber sie dürfen nicht mit in den Verhandlungstischen sitzen. Und das, obwohl 70% des Klimaschutzes und 90% der Anpassung die Kommunen leisten. Müssten Städte und Regionen nicht endlich einen offiziellen Sitz in den Verhandlungen erhalten? Was meinen die ExpertInnen? Ganz offen in die Runde fragt er die Frage. Also die Städte und Kommunen sind vertreten, aber als Beobachter. Also es gibt viele Vertreter, so wie es auch von anderen Nichtregierungsorganisationen oder Presse und so weiter Vertreter gibt, die auch tatsächlich im Verhandlungsraum sitzen. Aber sie dürfen sozusagen für diese Nichtregierungs- oder nicht sozusagen Regierung im Sinne von Staatenvertreter gibt es auch bestimmte Slots, wo sie intervenieren können und was sagen können. Aber die UN-Prozesse sind halt so organisiert, dass es Verhandlungen zwischen Staaten sind. Also da gibt es wenig Präzedenzfälle oder keine sind mir bekannt, wo sozusagen bei internationalen Abkommen die Kommunen direkt mitverhandeln. Frau Fekete, ich weiß nicht, ob Sie das einschätzen können, aber die Frage trotzdem an Sie: Wie stark steht anderweitige Weltpolitik bei den Verhandlungen diesen im Wege, zum Beispiel bewaffnete Konflikte oder Handelskonflikte? Ja, das ist definitiv ein Thema. Ich denke, auf technischer Arbeitsebene funktioniert vieles trotzdem weiter. Und ja, wir sehen es aber schon auch als ja, Erfolg, dass da überhaupt gesprochen wird und dass ja, es im Großen und Ganzen irgendwie Entscheidungen gibt. Ein Beispiel, wo der Prozess tatsächlich schwierig war, war zum Beispiel die Findung jetzt des Ortes, wo die Verhandlungen ausgetragen werden und der Präsidentschaft. Das rotiert immer nach Kontinenten. Dieses Jahr sollte eben Osteuropa dran sein und Russland hätte eben jedes osteuropäische Land blockiert, weshalb es jetzt letztendlich in Aserbaidschan ist, wo eigentlich viele Leute jetzt nicht besonders viele positive Kriterien für erfüllt gesehen haben, aber das war dann eben so ein, ja, der einzige kleinste gemeinsame Nenner, was irgendwie noch ging in dem Prozess. Und ja, solche Sachen, ja, stören natürlich den Prozess oder machen ihn vielleicht weniger ambitioniert, als der sonst sein könnte. Aber kann man auch so Dinge beobachten, dass jetzt internationale Sympathisierung im Ukraine-Russland-Konflikt oder im Konflikt im Nahen Osten tatsächlich sich auch oft an hier in den Verhandlungsrunden zeigen, dass dort Verhärtungen entstehen oder Aufteilung in Gruppierungen, die vielleicht ohne diese Konflikte nicht so sedimentiert wären? Bin ich mir gar nicht so sicher, würde ich vielleicht auch gerne Lambert Schneiders Meinung noch zu hören. Ich denke, die Zivilgesellschaft kämpft tatsächlich damit, insbesondere mit dem Konflikt zwischen Israel und Palästina, wo es eben viele verschiedene Lager gibt. Und das ist eben auch ein großes Thema, wie man sich dazu positioniert, ob man das überhaupt sollte und so weiter. Ich kann nicht einschätzen, ob das wirklich in den Verhandlungen zusätzlich noch eine Rolle gespielt hat. Herr Schneider, der Ball ist ja zu Ihnen gehopst. Ja, also auf der technischen Ebene spielt es keine große Rolle. Es wird tatsächlich auch immer mal wieder im Verhandlungsraum angesprochen. Also die Ukraine hat da mehrfach bestimmte Themen thematisiert. Aber ich finde es eigentlich auch wieder positiv, dass es in vielen technischen Bereichen, auch in den vergangenen Konferenzen, trotz dieser geopolitischen Konflikte gelungen ist, dass man am Ende im Konsens mit 195 Staaten Entscheidungen trifft und nicht nur eine Entscheidung, sondern sehr viele Entscheidungen in verschiedensten Bereichen und sich da sozusagen global auf gemeinsame Richtlinien einigt. Also das finde ich manchmal fast ein kleines Wunder, dass man überhaupt Konsensus findet zwischen so vielen Staaten und da dann am Ende auch die Kompromissbereitschaft bei allen da ist. Leider ist die Zeit schon so fortgeschritten, dass ich jetzt Richtung Ende gucken muss. Ich möchte noch schnell zwei Fragen stellen, die hier sozusagen doppelte Aufmerksamkeit bekommen haben. Einmal an Sie, Herr Schwarze. Wie beurteilen Sie die Art und Weise, wie die Schweiz Artikel 6 anwendet bezüglich der Konformität mit dem Pariser Abkommen? Wäre jetzt eigentlich die Frage an Herrn Schneider gewesen, Hier aber steht ich extra drüber, verfolge Herr das Schwarze. Stiftungsmodell, weil ich viel selber auch in der Schweiz unterwegs bin. Finde es durchaus überzeugend. Das ist ja auch ein Land, was für Integrität ökologisch steht und sich darum sichtbar bemüht. Insofern würde ich jetzt sagen,
ich will nicht sagen Modell, aber es ist ein interessantes Modell in den Optionen, die auch anderen Ländern zur Verfügung stehen. Ich kann nur sagen, ich selber jetzt in dem politischen Bereich, in dem ich tätig bin, habe auch Signale hier, dass man auf Artikel 6.8 setzt, also dass kooperative Mechanismen jenseits der Handelsmechanismen hier interessant sind für viele Akteure in diesem Land, also hauptsächlich im Finanzbereich. Nature Finance als Stichwort. Und insofern sage ich mal, all diese Mechanismen sind notwendige Begleitmusik, um überhaupt dieses System der freiwilligen Vereinbarung irgendwie mit Öl zu versorgen. Und die letzte Frage aus der Runde der Journalistinnen, Frau Fekete, geht an Sie, weil Sie hatten vorhin gesagt, dass 75% des geforderten förderten Öls und Erdgases in Aserbaidschan in die EU gehen. Was wäre denn genau die Aufgabe der EU, um dem möglicherweise dies zu verändern? Ja, im Prinzip müssen wir eben hier in der EU schauen, wie wir schnellstmöglich von fossilen Energien wegkommen. Also die gleiche Diskussion im Prinzip, wie wir sie zu Anfang der Invasion in die Ukraine geführt haben. Also es geht nicht darum, jetzt schnell irgendwie uns anderweitig Quellen zuzukaufen, also zum Beispiel aus USA Fracking-Gas zu importieren oder eben aus anderen Staaten Gas oder Öl, sondern wir müssen eben hier so schnell wie möglich dekarbonisieren, also das heißt den Transportsektor massiv schneller unterstützen und auch im Energiesektor passiert das innerhalb von Deutschland auch so schon sehr viel, aber Wärme ist immer noch ein riesiges Problem, Industrie und so weiter. Jetzt können Sie mir unterstellen, ich bin schlecht in Mathe, weil ich gesagt habe, noch zwei Fragen. Ich mache doch noch eine dritte, weil ich die einfach so spannend finde, dass ich sie nicht weglassen möchte. Denn wie ist denn Ihr Eindruck, was das Vertrauen der verhandelnden Staaten in den Klimaprozess angeht? Ist es angeknackst? Und falls ja, wie könnte es wiederhergestellt werden? Gern beginnen. Sehr gerne. Ich glaube, dass dieses Vertrauen noch da ist, weil genau dieses Versprechen des langsamen nach oben Bewegens bislang eingehalten wird. Wir haben einen riesigen Vertrauensvorschuss aus meiner Sicht, der spieltheoretisch betrachtet, den wir gerade haben, dass wir überhaupt auf dem 2-Komma-Punkt-Grad uns bewegen. Aber es hat auch noch niemand wirklich voll, wie die Spieltheorie sagt, defektiert. Das kann sich ändern. Dann würde es tatsächlich ein echtes Problem geben. Gegenwärtig sehe ich das sozusagen, wenn auch verlangsamt, auf einem durchaus positiven Wege des gegenseitigen Vertrauens, wo selbst so Länder, Schurkenländer wie die Russen mitmachen. Gehen die beiden anderen da mit? Ja, okay, gut. Dann, und diese Frage kam auch öfter, aber die steht, glaube ich, bei jedem auf einem Zettel, wenn wir jetzt ab kommender Woche dort nach Aserbaidschan gucken. Und ich würde Sie gerne alle drei bitten, wieder in alphabetischer Reihenfolge ganz kurz darauf einzugehen und uns noch eine Idee zu geben. Ab wann wäre das Ergebnis der COP29 für Sie ein Erfolg, Frau Fekete? Für mich wäre es ein Erfolg, wenn wirklich ein paar Länder mit ambitionierten Zielen rauskommen, am besten direkt zu Beginn der COP und dafür dann direkt eine Basis bilden, dass auch das neue Ziel für Finanzierung wenigstens zum gewissen Grad fortschreiten kann oder im besten Fall eine gute Entscheidung dasteht, weil das wiederum dann eben für das nächste Quartal extrem wichtig wird, wo dann andere Länder ihre Ziele vorstellen und die Ziele werden wahrscheinlich umso stärker, je besser jetzt das Ziel für Finanzierung dann vereinbart wird. Herr Schneider, wann würden Sie den Erfolgsstempel drauf stampfen? Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass die Eckdaten, sag ich mal, wie so ein Eckpunktepapier für das neue globale Klimaziel festgelegt werden. Also wer trägt bei, wer empfängt, welche Maßstäbe gibt es und so weiter, alle diese Fragen, die wir auch hier diskutiert haben. Und für mich persönlich ist es natürlich auch, wäre es wichtig, dass wir bei Artikel 6, also bei den internationalen Kohlenstoffmärkten, jetzt im Jahr 9 einen weitgehenden Abschluss finden, aber dass wir nicht nur einen Abschluss finden, sondern dass wir einen Abschluss finden, der auch so weit möglich Umweltintegrität sicherstellt. Herr Schwarze, Ihr Kriterium. Ja, natürlich muss jetzt auch ein Ziel her. Also ohne Quantum wird es keinen Erfolg geben. Aber wenn man in Einzelbereichen, ich sage mal Anpassungsfinanzierung, jetzt erkennbar auch ein Ziel hat, was erreicht werden kann,
und das noch durch die Kohlenstoffmärktebeschlüsse gestützt wird, was ja automatisch wäre, weil es ja so eine Art CDM-Tax auch jetzt geben soll, dann wäre es sicher auch etwas, wo man am Ende feiern würde, wenn gar kein Quantum bei rauskäme, also eine pure Vertagung und in keiner der Schalen dieser Zwiebel irgendein realistischer Fortschritt, dann wäre es ein Scheitern. Vielen Dank. Und damit muss ich mal wieder feststellen, huch, wie schnell sind 50 Minuten vorbei. Ich habe das Gefühl, wir haben ganz viel Platz, ganz viel Raum und dann ist es ruckizucki vorbei. Ich danke Ihnen, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, dass Sie so lange und so ausdauernd zugehört haben. Ich danke Ihnen, Frau Fekete, Herr Schneider, Herr Schwarze, für Ihre Zeit vor den sicherlich nicht ganz langweiligen Wochen, die jetzt vor uns allen liegen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir werden so schnell es geht das Video und auch zunächst das maschinell erstellte, später auch das überarbeitete Transkript auf der noch versteckten Webseite sozusagen, die Sie in dem Link, dem Reminder unten finden können, bereitstellen. Da können Sie immer wieder mal draufklicken, wenn Sie denken, ich könnte es jetzt brauchen. Ansonsten melden Sie sich bei uns, wenn Sie sich da nicht ganz klar sind. Also vielen Dank an Sie alle. Ich wünsche uns allen eine spannende Zeit mit der COP und ich hoffe auf ganz bald. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Dankeschön.